Liebe Leute, ich komme immer noch nicht so ganz klar auf dieses zweite Gegentor gegen Fürth. Das war sowas von kurios. Wir müssen das abschütteln heute am besten mit 3 Punkten, mit einem schönen Spiel. Gegen den FSV Frankfurt ist ein Heimspiel, die stehen sowas von schlecht unten drin, dass alles andere als ein Sieg auch dann nicht akzeptabel ist. Sparhandy, ich hoffe, wir sparen heute nicht mit Toren. Zumindest ist das Wetter schon mal besser als in den letzten beiden Partien. Das bringt mich ja dazu, ein bisschen optimistischer reinzugucken. Ja, die Form bei vielen ist jetzt nicht so schlecht, wie ich dachte nach den 2 Niederlagen. Wen können wir vorne reinstellen? Na, das könnten wir versuchen mit Jajalo natürlich, aber ich denke mal, Bigalke ist jetzt besser. Ibi, Mattox, ja, Ferus, er hat eine 71, schön, aber die Form zeigt nach unten. Aber ich setze ihn trotzdem nochmal rein. Ibi kann dann ja später reinkommen. Mattox ist von der Stärke her der schlechteste der Stürmer, aber der trifft ja gefühlt in jedem Spiel. Deswegen wäre es von mir bescheuert, ihn jetzt da rauszulassen. So, ich glaube, das ist der 27. Spieltag. Bin sicher, dass ich da mich eben nicht verguckt habe. So, wir dürfen ein bisschen Torwart spielen nochmal. Und dann gleich hoffentlich wieder von Beginn an Druck machen und auf Torejagd gehen. Das hat mir nicht gefallen gegen 60 und auch gegen Fürth nicht, dass es von Beginn an eben dann gleich für uns gehagelt hat mit Gegentoren. Und so, dass wir dann immer hinterherrennen müssen. Und das haben wir nie geschafft. Wir haben in den letzten beiden Spielen nie sofort den Ausgleich machen können. Es war dann nur noch Ergebniskosmetik mit einem Einzel-2, was keinem Menschen irgendwas bringt. Also aus 2 Spielen, 0 Punkte in der Verfassung, in der wir uns befinden, ist es schon fahrlässig, vor allem in der Position auch in der Tabelle. Wir hatten es ja eigentlich in der eigenen Hand, das zu steuern, zumindest die Relegation klar zu machen. Da haben wir Görlitz, den Mann mit der 8. Das ist aber nicht der Kapitän, den wir gleich sehen werden, der da die Platzwahl bestreiten wird. Das ist der Mann mit der 5. Das kommt mir sehr oft so vor, dass die 5 beim Gegner immer Captain ist. Beim nächsten Spiel mal drauf achten. Ich hätte ganz gerne mal den Namen gesehen hinten drauf. Konrad. Ja, ich glaube, das ist auch der echte Kapitän. Oder sagen wir, er war es. Ja, genau, der 27. Spieltag. Die auf Platz 10. Nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte. Und wir sind immer noch oben dabei. Wir müssen jetzt natürlich nicht nur auf die 60er gucken, sondern Kaiserslautern hat sich auch wieder nur reingeschlichen. 5 Tore von Mattox. Das ist ein klasse Ergebnis. Wenn man bedenkt, dass der erst seit Januar bei uns ist. Und das ganz spät. Ne? Methulecki. Auch 5 Saisontore. Das ist allerdings seit Sommer gerechnet. Doppel-6, Doppel-Sturm. Ich hasse diese Aufstellung, wenn der Gegner das macht. So, die fangen an. Wir gleich volle Lotte, volle Offensive drauf. Und hoffentlich erfolgreich. So, Mattox, komm, geh da hin. Geh da hin, hol dir das Ding. Super. Das war genau richtig. Die Galke. Vorne ist Ibi gestartet. Ne, das ist ja Ferus. Ferus ist gestartet. Komm, machen rein. Er wird gezogen. Ach Mensch, er wird gezogen und kommt da nie mehr rechtzeitig hin. Glan kann den Ball aufnehmen. Mann, das ärgert mich jetzt gerade schon wieder zu Tode. Ne? Das war gut vorne reingespielt. Ach, Schiedsrichter, Alter, lass es doch laufen. Was will ich mit dem Freistoß hier wieder? Wir hatten den Ball doch noch. Was pfeift er das ab? Und es war auch nicht unbedingt so, dass das eine herausragende Chance gewesen wäre. Mattox! Alter Schwede, ist der abgezockt. Das ist Ferus. Das hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn die beide vorne dunkel sind. Dann verwechsel ich die immer. Das ist eigentlich auch eine Kunst. Ne? Die eine ist groß, die andere ist klein. Das ist mir sowas von scheißegal, wer jetzt hier das Tor macht vorne. Es ist wieder mal ein frühes. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir weiterhin hier spielen werden. Ich gehe auf Ballbesitz. Ich gehe nie mehr ganz so offensiv hier. Jetzt muss nämlich Frankfurt wieder. Über Konrad, über den Captain. Wir latschen dem hinten in den Rücken rein. Ist aber nicht schlimm gewesen. Oh, super Pass. Mattox. Mattox, komm schon. Er versucht den Finesse. Er kommt nicht vorbei. Am Keeper. Patrick Glan zum 2. Mal jetzt schon. Entscheidend. Am Ball hier. Und vereitelt es. Ferus. Mattox ist jetzt nochmal vorbei da. Macht er gut. Bigalke legt den Ball raus. Ach, da hat er schneller wieder gepennt. Ah. Das ist ein Elend mit dem. Der spielt momentan einfach nur Schrott. Ich habe mich ja dafür entschieden, jetzt nicht Martinez reinzutun. Also schneller hat er noch eine Chance bekommen. Will da außen vorbei. Bleibt hängen.
Bigalke. Bigalke windet sich vorbei, verliert den Ball leider Gottes. Dann gegen den Kapitän der Frankfurter. Und jetzt seht ihr das Loch, das viel zitierte, was da eben klafft bei uns. Den haben wir. Den müssen wir haben. Sah, klasse. In der Situation. Oben ist ein bisschen Platz. Hoffe ich zumindest. Der Frankfurt versucht jetzt hier gegenzusteuern. Grimaldo sollte da keinen Käse machen. Das sollte er lassen. So. Jetzt oben. Mattox. Ist schnell. Kommt dahin. Das ist eben der Vorteil, wenn du dann so einen hast, der so flank ist. Und so flink ist. Aber die Flanke war einfach nix. Die war schlecht. Das ist nicht immer so. Es ist nicht pauschal schlecht, was ich da an Flanken reinspiele. Wir hatten auch schon in den vergangenen Partien dann eben Bälle nach vorne rein. Achtung, Achtung! Horn, und jetzt raus da nochmal. Ich will keine Ecke. Gottes Willen, Frankfurt hier kurz vor dem Ausgleich. Ball vorne rein, super, schnell hart, jetzt muss er spielen, Mattox nimmt das Ding super mit links übers Tor. Görlitz und seine Mitspieler dürfen erstmal durchatmen, aber das ist ein tolles Spiel, das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, den Rotz, den wir dagegen Fürth teilweise gesehen haben und auch gegen 60. So, den haben wir. Unten hin auf Durm, das ist natürlich, dieses Wetter ist auch einfach besser jetzt wieder. Das ist klar zu sehen. Mattox, komm schon. Huber ist dazwischen. Huber hat das sehr, sehr gut antizipiert. Um hier mal den Manni zu zitieren. Den Kommentator. Oh Gott, das, wenn Javi Lopez geht da einfach vorbei. Golobat. Und ich glaube, Marian Saar hat sich da reingeschmissen, hat es verhindert. Ich glaube, wir müssen gar nicht so offensiv jetzt da reingehen, weil wir sind permanent hinten jetzt natürlich anfällig. Gibt nochmal die Ecke. Aber die sind auch defensiv eingestellt. Guckt mal, wie wenig da vorne rumläuft. So, Jungs, drauf jetzt. Drauf, wir müssen den Ball holen. Ich weiß, ich sage das immer wieder. Aber es stimmt halt auch einfach immer. Ball nach links raus. Der hat sich entschieden, das nochmal anders zu machen. Ach Mensch. Durm. Ich habe schon gedacht, es ist ein bisschen ruppig, was er da gemacht hat. Aber okay. Das Ding ist klasse. Finesse. Hier vom Freistoßschützen. Oh. Und dann versucht er das mit der Innenseite. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte einfach komplett drauf gekloppt. So, ein bisschen defensiver jetzt hier. Oh je, was ein Pass. Der ist natürlich komplett grottig gewesen. Vorne, der steht schon wieder komplett alleine. Außennetz. Was machen wir? Wir laden die ein. Ey, die stehen nicht beim Mann. Das ist ja fahrlässig hier. Das ist absolut fahrlässig. Also wir müssen hier normalerweise schon am Anfang 2-0 führen. Dann ist hier Ruhe. Schnellhardt. Oh, jetzt geht er. Fabian Schnellhardt. Außen ist Mattox. Und wie so oft kommt man da nicht durch. Jetzt Bigalke. Bigalke mitten auf dem Torwart. Ball ist noch heiß. Die Nummer 8 wird jetzt gehetzt da außen, der Görlitz. Weiß nicht wohin. Ball abgefälscht. Und dann der kleine Bigalke im Kopfballduell. Das war natürlich dann erledigt schon, bevor es überhaupt angefangen hat. Oh nee, gegen Teixeira. So, den Ball müssen wir uns holen. Irgendwie. Hey. Wir stehen schon wieder so offen da hinten. Golobat, um Gottes Willen. Die laufen sich da hinten gegenseitig wieder in die Beine rein. Also, Leute. Ball lang gespielt, einfach mal hoch. Das ist gut. Wenn er jetzt vorne durchläuft, der Schnellhardt, kommt er nicht vorbei an Halstenberg. Also es ist nach wie vor das Problem, dass man das zweite Tor nicht macht. Das würde uns so alles leichter machen. Tänzchen dann Außenlinie, das ist Teixeira wieder. Ball nach vorne. Ich will jetzt hier nicht noch vor der Pause den blöden Ausgleich wieder kassieren. Oder überhaupt kassieren. Hat er sehr gut gemacht hier, Grimaldo. Bisschen Glück dabei natürlich, aber hat da den Spieler angeschossen. Das wäre so wichtig, hier heute zu gewinnen. Wichtiger, glaube ich, ist in nächster Umgebung, glaube ich, kein Spiel, weil das ist einfach ein 3-Punkte, ein 6-Punkte-Spiel. Erstens, weil man das klar gewinnen muss, weil das eine Mannschaft ist aus der Tabellenmitte, die eigentlich nichts mehr zu tun haben, nichts mehr mit unten, nichts mehr mit oben. Und oben, die dürfen nicht weg. Also das Tor hier, das ist oft schon so gefallen. Das sah gegen
ich glaube, die 60er schon genauso aus hier. Ist ja keine schlechte Idee, einfach dann geschickt versuchen, außen vorbeizugehen. Da hat Timo Horn uns gerettet. Chance von CIs. Hier die nächste Möglichkeit für Mattox. Verzieht er den leider. Und hier nochmal aus dem Hintergrund Bigalke. Und da brennen dem Torwart mit Sicherheit die Handschuhe. Dresden führt gegen Paderborn. Hertha gegen Fürth vorne. Also Hertha zieht hier momentan alles ab, was da oben gegen uns spielt. Man darf die nicht unterschätzen. Schaut euch das an. Die haben genauso viele Möglichkeiten gehabt wie wir, nur einmal weniger aufs Tor geschossen. Wir haben den Anstoß. Ich weiß nicht, wie ich spielen soll. Ich weiß es gerade nicht. Also ich bin ja normal so offensiv, aber ich habe hier keinen Bock, jetzt gleich einen Ausgleich zu kassieren, weil ich zu offensiv stehe. Und auf Konterspielen weiß ich auch nicht, ob wir das können. Das haben wir jetzt im letzten Spiel überhaupt nicht mehr gemacht. Ball nach vorne. Auf Ferus. Ball ist wieder weg. Der hat den Vorteil natürlich jetzt wieder nicht mitgenommen, der Typ. Das ist immer nur beim Gegner 10 Sekunden lang. Ball schon wieder so super nach vorne. Der muss weg, der Typ. Bitte nicht pfeifen, bitte nicht pfeifen, bitte nicht pfeifen. Gottes Willen, also das ist hier. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Das hat hier keinen Sinn. Die kommen komplett nach vorne. Das liegt ja eigentlich schon jetzt im Auge des Betrachters klar ersichtlich offen. Nämlich hier auf Konter zu spielen. So. Jetzt weiter. Wird abgelenkt nach hinten. Das ist Umari. Umari und Konrad verdattelt das Ding. Konrad verdattelt den Ball, aber wir können es nicht nutzen. Schlechtes Ding da einfach von Schneller. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Irgendwie hat der Typ was verloren. Ne? Da war ich auch so begeistert von in dieser Saison überwiegend von seinen Leistungen. Aber irgendwie weiß ich es nicht. Langsam, unbeweglich, schlechte Pässe. Kann ich nicht gutheißen. Und wenn ich doch Martinez habe, warum soll ich ihn nicht einsetzen? Ne? Das ist auch klar. Oh, der ist lang, der ist gut, der ist gut. Horn muss das retten. Warum kommen die jetzt hier so auf? Und wir kommen einfach nicht zum Zugriff. Guckt euch das mal an, das ist so lächerlich da hinten wieder. Stehen die da rum wie die Hühner auf einem Haufen? Martinez für Schnellhardt. Jetzt bitte das irgendwie klären da. Jetzt stehen die nämlich schon mit drei Männern da vorne. Das heißt, die haben etwas Offensive eingeschaltet. So, jetzt Mattox. Mattox bekommt den Ball wieder. Unten ist einer mitgelaufen. Das ist Gerhard. Gerhard, oben ist einer. Das ist Ferus. Oben kommt jetzt Martinez. Der ist ja noch frisch, aber er kommt da nicht hin. Leider. Leider nicht hin. Abschlag von Klant. Den Kopfball müssen wir uns holen. Wichtig. Gerhard, das ist Ferus. Ferus läuft. Ferus geht. Oh, der ist abgefälscht. Der ist ungünstig abgefälscht gewesen. Oh, der verkommt vorbei. Also das Ding hier ist auf Messerschneide. Ich glaube, das wird auch bis zum Ende des Spiels so sein. Um Gottes Willen. Da haben wir jetzt ein bisschen Platz. Martinez geht. Aber er spielt den runter. Er will die kurze Variante machen. Also die in die Mitte. War nicht so positiv. 63. Also wir haben noch nichts aufs Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Ich bringe jetzt, glaube ich, vorne den Ibi rein. Das mache ich. Mattox bleibt natürlich stehen. Hücker vielleicht auf die linke Seite für Gerhard. Aber Gerhard ist wichtig, ne? Kann ich nicht rausnehmen. Nicht jetzt. Gerhard ist auch eigentlich einer der verlässlichsten Spieler. Schön von Josef Martinez dazwischen gewesen. Es ist alles wieder sehr, sehr kompakt, wie Frankfurt steht. Nimmt Mattox jetzt mit da außen auf die Bahn. Ja, der war gut, dass er flach gespielt war. Jetzt kommt Mattox wieder. Kommt der nicht vorbei an Halstenberg? Mattox stört. Da Matthias, der hatte eine große Möglichkeit ganz am Anfang schon. Hat auch schon irgendwie 7 Mal getroffen. Insgesamt. Ferus hat das Tor geschossen. Also das hat sich dementsprechend schon mal ausgezahlt, ihn aufzustellen. Schönley Pagenburg oder Pagenburg, ich weiß nicht genau. Der ehemalige Nürnberger kommt jetzt rein. Ich glaube, bei 60 ist er auch schon mal gewesen. Jetzt in Frankfurt. Oh, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Den Ball haben wir. Den haben wir und jetzt versuchen wir das nach unten zu verlagern. Immer diese abgefälschten. Oh, da werde ich fuchsteufelswild. Da kommt nichts vorbei. Achtung, 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 Achtung. Wir dürfen mal nicht flanken lassen, den da unten. Nicht Ecke, nein. Och Mann, ey. Hör auf mit deinem. Die Ecke kommt. Wieder 3 schwarz-blaue vorne. Raus. Da verlasse ich mich jetzt nicht drauf, dass der Torwart da irgendwas
aufnimmt oder eben nicht aufnimmt. So, ich glaube, den Lad dürften wir noch was. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich glaube, einen durften wir doch noch, ja. Müssen wir wie Galke nehmen, der ist müde. Das muss dann das Ziel sein für uns, dass man am Ende guckt. Ah nee, ich will mal Hüker. Nee, warum nicht? Warum nicht? Einfach mal Hüker auf die Position. Auch wenn die Form schlecht ist. Achtung jetzt da außen. Ja, gut abgefälscht. Aber ich, ja, das ist immer das Gleiche, ne? Der Gegner bekommt ihn wieder. Wenn wir das haben vorne, fällt er uns kaum vor die Füße. Bigalke hatte eine Möglichkeit, es klar zu machen. Mit Vollspann einfach mal drauf, erste Halbzeit. Er war leider nicht drin. Handanovic für Ziereis. Kenn ich nicht, Handanovic. Torwart von Inter. Aber das ist nicht der. Oh, bist du denn verrückt geworden? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen, Alter? Da spielt der den da kurz nach... Und mir fällt da nichts ein. Jetzt Gerhard. Genau, schön gespielt. Bisschen lang auf den Frankfurter, die 15 Huber. Huber Mattox kommt mit. Mit der Grätsche. Toller Einsatz. Ich glaube, wir bekommen sogar den Einwurf. Hätte es nicht sein dürfen. Ich glaube, wir waren da dran. 13 Mal ohne Gegentor. Letzter Frankfurter Wechsel. Was ein Spiel hier wieder. Das sind nicht die vielen Torszenen in der zweiten Halbzeit, aber es ist einfach dieser Kampf. Diese Leidenschaft, die man hier sieht. Safa Yelin kommt rein für Kanziora. Einfach mal kurz werfen. Das verstehe ich dann zum Beispiel auch wieder nicht. Das will mir nicht in den Kopf. Der kommt angerannt hier, werft mich an und dann macht der nichts. Steht er rum und lässt sich anwerfen. Wundert sich wahrscheinlich noch, warum es weh tut. Keine Ahnung, ey. Da habe ich kein Verständnis für, ehrlich. Wir sind noch nicht durch hier. Definitiv sind wir das noch nicht. Achtung, der spielt den da rein und jetzt ist er drin. Leck mich am Arsch, FIFA, ich bin fertig mit dir. Ich kann es nicht anders sagen, es geht mir so richtig auf den Zeiger. Eine Mannschaft, die im Tabellenmittelfeld steht, die 1-0 hinten, die ganz früh. Du hast keinen Stich nach vorne und hinten, es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Schwachsinn wieder im Tor landet. Ach nee, ich habe echt die Schnauze voll. Ich habe echt einfach nur die Faxen dicke von diesem Spiel. Kann sein, dass ich schlecht spiele. Es wird wahrscheinlich auch so sein, aber... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ey. Du gewinnst 4 Spiele in Folge und dann wieder so ein Quatsch hier. Ohne Not. Mattox, warum rennt der jetzt hinten rum? Warum bietet der sich jetzt nicht vorne an? Nochmal nach oben. Super gespielt. Das ist Jordan Ibe. Jetzt schieß doch, Junge. Da braucht er 5 Jahre, um dann mal irgendwie in den Spieler reinzulaufen. Ich weiß es nicht, was ich hierzu noch sagen soll. Ball ist geklärt, aber ein bisschen kurz. Wir müssen Hinne machen. Es ist Nachspielzeit schon. Durm. Nochmal Durm. Nochmal Durm mit der Flanke nach vorne. Der... Oh, Jordan Ibe mit dem Fallrückzieher, Seitfallzieher, was auch immer. Nee, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir gewinnen wieder nicht. Die nächsten Partien fordern uns jetzt noch mehr. Das Dingen hier haben wir selber wieder vermasselt, weil wir kein zweites Tor geschossen haben, haben die eingeladen. Haben einfach nur grottig gestanden hinten. Das hatte keinen Unterschied, ob ich jetzt offensiv stand vorne oder defensiv und auf Konter hinten gelauert habe. Wir waren trotzdem offen. Und das Tor war dann eine Konsequenz. Und ja, so einen kleinen Rage-Moses habt ihr wieder erlebt, aber es ist einfach so lächerlich. Ich ärgere mich dann teilweise über selbst hingenommene Fehler, die man normalerweise abstellen kann, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Und jetzt müssen wir das 1:1 hier wieder irgendwie erklären. Dabei fängt es doch wieder so toll an und es war doch auch dann die Möglichkeit, hier, da, unter anderem hier nachzulegen. Ich hätte noch ein bisschen warten können, aber der Abwehrspieler war da und ich wollte es relativ frühzeitig entscheiden, hier auch. Ja, da siehst du schon wieder, wie der blöde Arm schon wieder da rausgeht, wenn er anfängt zu ziehen. Und das ist dann natürlich irgendwann logisch. Ne? Da haben wir den wieder frei vom Tor stehen lassen. Sie haben es oft eben nicht genutzt, dann haben sie es genutzt. Und es ist absolut verdient, ey. Mir kommt es gerade nicht in den Kopf rein. Wie diese Mannschaft so aufdrehen kann. Mit welchem Hintergrund? Ja, okay. Fabian Schneller hat oft angemault in der vergangenen Zeit. Heute aber anscheinend der Beste bei uns. Teixeira, der Beste in der Abwehrkette. Görlitz vorne in der Torschütze. Ansonsten kannst du die Noten knicken, ne?
Bei uns aber auch. Was war Golobart heute schlecht? Bruno Nascimento. FTW. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Tour mit der 7-3. Das war ordentlich wieder hinten. Madhawk 6-6. Wir haben Ferus mit der 7-1 gesehen. Schneller als 7,6. Also man kann jetzt auch sagen, wenn man bösartig ist, da hast du dich verwechselt. Hättest du die Jungs mal drin gelassen, die gut waren. Aber gut, es ist halt nicht zu ändern. Die Hoffnung, die ich natürlich habe, dass die oben auch nicht gewonnen haben. Wir haben 45. 60 kann auch vorbeiziehen. Möglicherweise kann Cottbus noch vorbeiziehen. Ingolstadt kann gleichziehen. Das sieht nicht gut aus. Hertha mit 62 Punkten natürlich schon sowas von da oben enteilt. So, Simulation, ich muss wieder gucken, dass wir das stoppen, dass wir die Pressekonferenz bekommen. Die ist hier. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich dann teilweise ein bisschen überreagiere, aber wir haben uns jetzt hier so wieder rangekämpft und ich fühle das jetzt mal wieder, dass das Spiel versucht einzugreifen. Es ist Rückrunde, ne? Wir haben ein Ziel vor Augen, genau wie mit der letzten Saison in Freiburg. Platz 3 Champions League und auf einmal lief nichts mehr. Genau das fühle ich jetzt auch wieder. Kackspiel. Das hat jetzt keiner gehört. Ich verunsichere mal die Bochumer. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wir werden es erleben. So, da haben wir das Ding. Ein Auswärtsmatch. Bochum sehen wir zumindest hier von Platz 2 bis Platz 8 nicht. Oben können sie auch nicht sein, da ist Hertha. Das ist Platz 9. Also genau so ein ähnliches Mittelfeld, wie wir bei Frankfurt gesehen haben. Tja. 28 Spieler hat 60, die haben 48 Punkte. Also schon ein Spiel mehr. St. Pauli 51, die können wir, glaube ich, vergessen. Das sind 6 Punkte. Nee, können wir nicht. Wir können auch auf 48 kommen. Die haben nämlich schon ein Spiel mehr. Die haben nicht gleiche Spielanzahl und dann schon 6 Punkte Vorsprung. Nee, nee. Also, mit Vorsicht genießen das Ganze. Nach hinten haben wir ein bisschen Platz. Cottbus hat nicht gewinnen können. Ingolstadt ist auf 44 Punkte gekommen. Kaiserslautern und 60. Das sind die Konkurrenten, die wir jetzt im Auge haben. Gott sei Dank lassen die uns leben. Und gewinnen gleichzeitig nicht dann, wenn wir Punkte lassen. Ein von 9 möglichen Punkten geholt. Das ist unterirdisch schlecht für einen Aufstiegsfavoriten in den letzten beiden Partien. FSV Frankfurt. Mensch, ey. Haben die uns da das Leben schwer gemacht nach dem 1-0? Aus ihrer Sicht 0-1. Da haben wir nochmal die Ergebnisse. Ja, Ingolstadt hat uns da geholfen. Mit dem 0-0 gegen Kaiserslautern. Karlsruhe 0-0 gegen St. Pauli. Die beiden Spiele. Und Aue auch wirklich dann unentschieden gegen 60 München. Umkehrschluss heißt natürlich, hätten wir das Ding gewonnen, wären wir jetzt noch viel besser dabei. Dann hätten wir nämlich jetzt 47 Punkte. Wären zumindest an den Lauterern vorbei. Und wären ganz knapp an 60 dran. Im Unentschieden könnten wir es dann fast schon wieder überholen. So, der 28. Spieltag. Wir gehen auf die Zielgerade. Ende der Woche kommt FIFA 15 raus. Ich habe, glaube ich, schon eine Folge hochgeladen, die euch die Web-App zeigt. Ja, und ich würde sagen, morgen geht's weiter hier im Karrieremodus. Und gegen Bochum. Bis denne.